Ah, das ist mein Safe House. Okay, da hätte er ja hinfliegen können. Ich dachte, das sind Feinde. Haben wir mich verhaut? Kann ja mal passieren. Oh gut, da sind sie. Sie sagten, sie haben etwas? Oh ja, die gesammelten Daten sind Gold wert. Wir haben genug, um die Aktivitäten der Los Estranjeros in Villa Verde ernsthaft zu stören. Wer hat hier das Sagen? Der Chef ist Kapitän Dante Cruzar. So viel wir wissen, ist er ehrgeizig und hat einen lausigen Charakter. Die Bolivianer nehmen ihre Religiosität überaus ernst. Aber das hält ihn nicht ab, Kirchen zu schänden und Priester einzusperren. Die Einheimischen sind richtig sauer und das könnten wir für uns nutzen. Gewinnen wir sie für uns, helfen sie uns gegen Cruzar. Sehen Sie es als Charmoffensive. Überzeugen Sie das Volk und wir können Cruzars Einfluss brechen. Klingt nach einem Plan. So, eine neue Pistole haben wir. Und die Mission geschafft. Nice one, nice one. So, einen neuen Einsatz haben wir. Schauen wir gleich. Sieht denn aus? Da. Mit Sokrates Rebellen Kontakt reden. Das machen wir mal. Überzeugen, dass sie eine Chance gegen die Söldner haben. Dann helfen sie uns. Ich habe einen Kontakt bei den Rebellen. Ich fahre das Motorrad. Geh schon, ich komme nach. Hol uns den Heli, ne? Ziemlich viele Lichter und Schalter hier drin. So, und ab geht's. 1,4 Kilometer. Wir sollen mit Sokrates reden. Ich frage mich, ob da unten Feinde sind. Das schaut aus wie ein Knast. Wir finden den Rebellen und dann? Sokrates hält eine Rede im Radio und die Massen erheben sich. Vielleicht. Kommt drauf an, wie gut seine Rede ist. Manchmal braucht es nur einen Funken. Da soll mal hin. Gut, dann lande ich hier. Natürlich blöd der Alarm jetzt. Aber ich kann es gerade nicht ändern. So, gehen wir darüber. Oder die Gleichverstärkungen. Hola, Kumpa. Ich hörte, ihr braucht Hilfe. Das sind unsere Leute jedenfalls. Den Gegner auch.
Dann müssen wir rauf. Ist weg. Wir sind frei. Die helfen auch mit dann. So, grüß dich! Hey, wir müssen irgendwie eine Radiosendung kapern. Bekommen Sie das geregelt? Wir müssen diese Störtrupps ausschalten. Ich denke, das kriegen wir hin. Alles klar, wir müssen die weg. Das machen wir mit der Drohne, wollte ich das sagen. Geht leider nicht. Wir müssen runter. Oh. Krieg mich von hier, oder was? Einen Hammer. Okay, bin unterwegs. Geh in Position. Such eine bessere Schusslinie. Kann man vielleicht sogar so wegmachen. Geh in Position. Markiert. Tango am Boden. So, sind schon zwei down. Ja auch. Bleibt nochmal der. The hell? Oh, 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 was geht denn hier ab? Irgendwo ist so ein Kacksniper. Da drüben ist der Bisse. Hier ist schon klar, dass die wir haben ihn. Und angreifen, sobald wir mit der Sendung beginnen, oder? Da ist noch ein Tango. Tango Nummer 3. So, wir müssen jetzt Gas geben. Rein da. Wo soll man die Sendung beginnen? Da drüben. Deckt uns denn da immer? So, wir können ja mit der Drohne jetzt arbeiten. Machen das jetzt anders und dann nicht foppen. Alles klar, Sperrfeuer unterwegs. Viva Bolivia! So, jetzt Attacke. Da oben werden wir ganz gut treffen können, denke ich.
So, mein Muni holen. Nachschub holen und dann die Nachricht senden. Ach du Scheiße. Ah, das kurze Zeit unverwundbar sein ist nicht mehr so blöd. Dann machen wir das dann. Los geht's, da kommen sie schon. Die Söldner in euren Dörfern und auf euren Feldern respektieren weder euch noch Gott. Sie zerstören alles, was euch lieb ist, wenn ihr euch nicht widersetzt. Geh in Position. Ihr habt Angst, aber wir werden euch helfen. Wir kämpfen für euch. Okay, Ziel markiert. Eindringlinge zurück. Ziel eliminiert. Haltet zu uns. Gemeinsam werden wir sie besiegen. A todas las unidades, comiencen el ataque. Freunde, die Söldner in euren Dörfern und auf euren Feldern respektieren weder euch noch Gott. Sie zerstören alles, was euch lieb ist, wenn ihr euch nicht widersetzt. Ihr habt Angst, aber wir werden euch helfen. Da kommen Unsichtbare. Wir schlagen die Eindringlinge zurück. Eigenen umgebracht. In Deckung! Kacke, die reißen uns den Arsch auf! Granate kommt! Komme mierda, culeros! Freunde, die Söldner... Granate fliegt! ...dann respektieren weder euch... Verluste, ihr drüben! ...was euch lieb ist, wenn ihr euch nicht widersetzt. Granate fliegt, nehmt das! Wir werden euch helfen. Wir kämpfen für euch. Wir schlagen die Eindringlinge zurück. Granate fliegt. Granate kommt. Come mierda, culeros. Wir dürfen das schon hier. Freunde, die Söldner in euren Dörfern... ...noch Gott. Sie zerstören alles, was euch lieb ist, wenn ihr euch nicht widersetzt. Ihr habt Angst. Aber wir werden euch helfen. Kommen noch mehr. Wir kämpfen für euch. Wir schlagen die Eindringlinge zurück. Haltet zu uns. Gemeinsam werden wir sie besiegen. Granate fliegt. Noch ein, macht fünf. Die Söldner in euren Dörfern und auf euren Feldern respektieren weder euch noch Gott. Sie zerstören alles, was euch lieb ist, wenn ihr euch nicht widersetzt. Ihr habt Angst, aber wir werden euch helfen. Wir kämpfen für euch. Wir schlagen die Eindringlinge. Da kommen nur genug, halbe Minute haben wir noch. Zu uns. Gemeinsam werden wir sie besiegen. Greift an! Feuer frei! Hier ist nichts. So, ich muss kurz gerettet werden. 10 Sekunden nur. Schaffen aber. Ich muss nur gerettet werden. Ja, die KI macht jetzt gerade nicht den Anstalt. Das ist mir recht. Und ich muss aus dem Gebiet nur raus. Moment, ich komme. Ja, sie macht doch. Ah, danke. So, wir müssen trotzdem raus hier. Granate fliegt. Wir müssen hier irgendwie raus. Granate kommt. Komme mit. So, jetzt habe ich keine Granaten mehr. Les vamos a mandar ahora mismo a los equipos especiales de asalto. Aguanten un poco más. Sicher, Hilfe ist schon zu euch unterwegs.
den Heli loswerden? Passt das? Ich also nicht das Heli. Doktor. Halleluja. So leicht da jetzt auszukommen. Umzingelt. So, jetzt machen wir es wieder leise, nehmt die andere. Das sind die Doro-Falle. Müssen aufpassen. Das ist diese scheiß Karre. Position. Geh in Position. Tango ist tot. Oh, das ist meiner Scheiße. Der eigene steht vor mir, geht beim Feind vorbei und macht nichts. Finde ich geil. Da weg. So. Und jetzt run, Forest. Wir müssen einfach nur da raus und dann haben wir es. Ja. Jetzt muss ich nochmal geretzt werden. Das soll. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich, schreibt einen Kommentar, ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss!